In diesem Video geht es um einen Teil der Variablen, und zwar um den Pfeil oben links. Die Kombination der Pfeile links und rechts vom Kopf nennt man Variable. Der Pfeil oben links ergibt sich aus den Informationen der unbewussten Sonne und Erde. Er gibt Auskunft über das Gehirn, die Verdauung und das PHS, das Primary Health System. In diesem Video gehe ich auf das Gehirn ein und gebe ein paar Anregungen zur Aufnahme von Informationen bzw. zum Lernen. Vorher noch ein kleiner Exkurs zu den Linien, Farben und Tönen. Jedes Tor differenziert sich in 6 Linien. Jede Linie differenziert sich in die Farben 1 bis 6 und jede Farbe in die Töne 1 bis 6. Und die Töne legen fest, ob ein Pfeil nach links oder nach rechts zeigt. Die Töne 1 bis 3 bewirken, dass der Pfeil nach links zeigt. Die Zahl in dem kleinen grünen Dreieck ist der Ton. Ein linker Pfeil steht für ein aktives Gehirn. Mit einem aktiven Gehirn lernst du am besten strategisch und konzentriert, wobei du dich am besten auf eine Informationsquelle zu einer Zeit fokussierst, da 2 Quellen gleichzeitig das Gehirn irritieren. Eigne dir neues Wissen aktiv an, mache dir Notizen und wiederhole, wiederhole, wiederhole. Ein regelmäßiger Input ist sehr hilfreich. Durch die hohe mentale Aktivität braucht dein Körper mehr Nahrung. Achte daher auf regelmäßige Mahlzeiten bzw. hab immer einen Snack dabei. Mit Ton 1 spielt der Geruch eine große Rolle. Das heißt zum Beispiel, dass du die Art und Weise des Lehrers bzw. Dozenten gut riechen können solltest. Außerdem helfen ätherische Öle, Informationen zu verarbeiten. Mit Ton 2 spielt der Geschmack eine große Rolle. Das heißt zum Beispiel, dass dir die Art und Weise, wie der Lehrer bzw. Dozent Informationen vermittelt, nach deinem Geschmack sein sollte. Mit Ton 3 spielt das Visuelle eine große Rolle. Das heißt, du solltest Inhalte farblich aufbereiten oder farblich markieren. Außerdem solltest du den Lehrer oder Dozenten visuell mögen. Ein rechter Pfeil steht für ein passives Gehirn. Mit einem passiven Gehirn lernst du am besten rezeptiv. Du nimmst Wissen auf, einfach durch das im Raum sein. Je entspannter und präsenter du bist, desto mehr nimmst du auf. Ein innerer meditativer Zustand ist ideal. Wichtig, je weniger du dich konzentrierst bzw. dir etwas merken willst, umso besser. Präsenz speichert alles ab. Sobald du Druck hast bzw. dich selbst unter Druck setzt oder abgelenkt bist, entstehen Lücken. Die Herausforderung ist, darauf zu vertrauen, dass alles, was für dich im Moment von Bedeutung ist, in dein Bewusstsein kommt. Das übrige Wissen ist auch da, du kannst es aber nur abrufen, wenn jemand dich danach fragt. Mit einem passiven Gehirn solltest du während des Lernens nichts essen. Trinken ist aber okay. Mit Ton 4 spielen innere Bilder eine große Rolle. Das heißt, schließ am besten beim Zuhören die Augen. Du hörst mit geschlossenen Augen viel tiefer zu und kannst besser verdauen. Mit Ton 5 spielt das Fühlen eine große Rolle. Das heißt, eine angenehme Lernatmosphäre bzw. Stimmung ist wichtig. Auch die Stimme des Lehrers bzw. Dozenten sollte passen. Mit Ton 6 spielt das Berühren eine große Rolle. Das heißt, deine Hände sind deine Augen. Berühre ein Buch, streiche mit der Hand über die Seite und scanne den Inhalt auf diese Weise. Die Aufnahme von Wissen erfolgt über die Haptik. Ich lade dich ein, mit diesen Informationen ins Experiment zu gehen. Du musst mir aber nichts glauben. Probiere es selber aus. Viel Freude dabei und hab eine gute Zeit bis zum nächsten Video. Und denke daran, folge immer deiner Strategie und Autorität. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich auch über einen Daumen nach oben, ein Abo oder auch Vorschläge für weitere Themen. Bis bald. Tschüss.